Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldorim zu einem neuen Part Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Hier brauchen wir wahrscheinlich Chewie dafür. Nicht. Nicht. Okay. Und dann halt nicht. Und wer kann das hier? Jo. Heute werden wir gleich ins nächste Level starten, aber vorher müssen wir hier auf dem Falken etwas freischalten. Also die nächste Levelplatte müssen wir freischalten, bevor wir ins nächste Level können. Und dann geht's gleich weiter. So. Ich habe mal so eine Maschinerie, die hier irgendetwas macht. Chewie. Dann spreng mal, Chewie. Bats. So, einmal bauen. Und dann hier, zack. Die Watz und da haben wir was freigeschaltet. Das sieht tatsächlich nützlich aus. Das ist sogar die Levelplatte, wenn mich nicht alles irrt. Jo. Sieht nach einer Levelplatte aus. Ja, verzeiht es mir, wenn ich heute ein bisschen heiser bin. Mein Hals ist ein bisschen am Kratzen. Passt ja hier zur Gegend. Eine Erkältung ist es nicht. Aber halt irgendwie scheinbar ein kleiner Sommerschnupfen. Im Gegenteil zum Spiel sind nicht bei mir sommrige 25 Grad draußen. Boah. Ein schönes Winterspiel zu spielen. Auf jeden Fall sehr sinnreich, im Sommer so ein Winterspiel zu spielen. Kühlt die Gedanken ein bisschen ab. Das wird sich nicht mit einem neuen Anstrich beheben lassen. Jo. Das siehst du richtig, Han Solo. Und was ist das für ein Gerät, was ist das für eine Apparatur, was ich da gebaut habe? Soll mir das in irgendeiner Weise weiterhelfen? So, erstmal hier durch. Jetzt auch noch was zum Bauen. Ich erkenne es immer noch nicht. Irgendeine Art Katapult oder was? Nö, eine Laserwaffe. Eine Laserkanone, die Eis auseinander schmilzt. Sozusagen, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Es explodiert gleich. Jo. Jetzt können wir durch. Ganz schön kalt, dieser Planet hier. Die Starkiller-Basis erinnert ein bisschen an den Planeten Hoth. Aus Star Wars Schlag mich tot 5, in dem Luke Skywalker sich in ein Tierdingens versteckt hat, um sich aufzuwärmen, blutigen Körper, ein Kircher, natürlich Kircher. Das schaut nach einer Treppe aus.
Allerdings einer kaputten. Deshalb müssen wir dies aufbauen. Und dafür können wir jetzt hinauf. So, hier brauchen wir mal Chewie. Chewie, komm! Bist ein starker Charakter. Da kannst du vielleicht hier dran etwas rütteln. Jo. Sieht so aus, als ob wir jetzt rüber könnten. Oh wei, nicht abrutschen. Nicht abrutschen, Chewie, ich brauch dich noch. Und hops rüber. Eins haben wir übersprungen, aber egal. So, das kaputt mach. Ach, das kann ich zusammenbauen. Und zack, haben wir. Und jetzt aktivieren. Was auch immer das bringen soll. Ach, die Stormtrooper werden abgelenkt. Und eine stürzt sich gleich in den Abgrund. Und den anderen müssen wir erstmal mit der Faust erledigen. So, hier haben wir noch ein bisschen was zum Basteln. Oder nicht? Nee, löst sich auf. Was mit dir? Ich kann dich auch mit der Faust erledigen. Magnet. Jupp. Und genauso macht man das. Man baut einen riesigen Magnet aus und auf und zieht alles an. So, und dich kriege ich auch noch. Du schießt nicht ungestraft auf mich. Niemand schießt ungestraft auf einen Wookie. So, und nun können wir das nochmal einsetzen. Da haben wir da schon was freigeschaltet, was wir jetzt einsetzen können. Zack. So vielleicht. Ja, scheint zu funktionieren. Und da drüben noch was. Macht man eigentlich mit einer Pistole, aber so geht's auch. Mit dem Gewehr. So, die Tür ist offen. Rein da. Ach so, da muss ich noch ein bisschen hopsen. So, jetzt bin ich oben. Och nö, ich dachte, wir sind schon drin. Dabei bin ich noch draußen auf den Mauern. Noch langs nicht drin. Muss noch ein bisschen was machen, um reinzukommen. Ein Greifhaken. Ein Wurfhaken, um genau zu sein. So, da einmal rüber. Ah, da war eine Versperrung. Jetzt können wir hindurch. Also ich, die anderen muss ich mal nachholen. Da muss ich mal einen Weg finden, wie die hinterher kommen können. Vielleicht mit Zerstörung dieses Generators. Hey! Hat er mich hier einfach gehauen. So. Das zerstören. So. Das sieht doch schon ganz schön kaputt aus. Ja. Yep. So kommt Herr Chewie und Han. Kommt mit. Chewie, worauf wartest du? Kommst du? Achso, da brauche ich BB-8 wahrscheinlich. Den ich hier in diesem Story-Modus nicht habe. Einen spielbaren Charakter. Jo, dich mache ich auch noch fertig. Ich mache dich fertig. Fliegendes Roboter-Teil ist aus der Luft. So, da noch drauf. Bam. Haben wir es zerstört schon wieder. Bin ich heute ziemlich zerstörerisch veranlagt. Das sollte die Drähte überbrücken, aber zuerst brauchen wir Strom. Das ist richtig. Zerstören wir es nochmal. Matsch. So, dann nochmal hier links aufbauen. Vielleicht ist das praktisch, wenn man das hier auf der linken Seite aufbauen. Schnell, wir müssen diese Drähte überbrücken, um den Strom umzuleiten. Ach so, auch noch nach Zeit, die ganze Kacke. Okay, da oben hin. Mach schon. So.
kommt der Strom links, dann kommt er runter. Und warum auch immer der Strom eine blaue Kugel ist, soll mir egal sein. So, einmal der Finn. Ja, das Rote muss ich hier zusammenbauen, den roten Stormtrooper. Er ist ja selbst ein Stormtrooper, deshalb kennt er die Codes zum zur Starkiller-Basis. So, rauf geht's und rein geht's. Endlich. Darth Vader, Schneemann. Das letzte Signal der Druiden kam von jenseits dieses Kamms. Aufsperren! Gut, dann werden sie hier nicht nach uns suchen. Okay. Und weiter geht's in die Starkiller-Basis hinein. 1 von 5 von diesen Satelliten-Viechern haben wir schon. Wir zerstören natürlich auch die Flaggen hier. Die imperialen Flaggen. Die müssen hier nicht stehen. Sind hässlich. Jo. Und wieso schleichen wir? Und kann ich noch nicht machen. Jetzt will ich erstmal weiter schleichen. So, dich habe ich kaputt gemacht. Da oben steht ein Wachmann. Kann ich den ausschalten? Chewie, kannst du den ausschalten? Chewie? Chewie? Nö, anscheinend nicht. Können wir gerade nicht machen. Einen Wachposten tot machen. So. Und haben wir was? Wir finden schon einen Weg für dich. Giftgas. Und da kann, glaube ich, Finn durch. Der hat so eine Gasmaske. Yep. So, einmal hops. Nicht da runter. Was soll denn der Mist? Ja, so geht's auch. Den kann ich noch ein bisschen zerstören. Zerstörwut an den Tag legen. Oha. Zwei Eis-Stormtrooper. Ich glaube, die heißen sogar Eis-Trooper oder sowas. Also sicher bin ich mir dabei nicht, aber ich glaube, die hat eine eigene Bezeichnung. So. Haben wir das Giftgas bewältigt. Und können dann weiter. So, hops, ich hier oben. Aua. Und da kam ein T-Fighter direkt über unsere Schnauze geflogen. Oha, das ist ein kräftiges Abwehrsystem. Ob wir da wohl durchkommen? Ja, das sieht gefährlich aus. 2 von 5. Und hier brauche ich mal den Werten Chewie, Chewbacca. Nein. Yep. Yep. So. Sieht kaputt aus. Haben wir es zerstört. Da hast du's. Ein Jäger mit einem Endhaken, der das Teil ablenkt. Drin der Zeit können wir wahrscheinlich hier vorbei. Über die Linie hier. Ja, uns passiert nichts. Ich brauche mal dich, Finn. Einmal rüber geschwungen. Hier alles kaputt macht, was irgendwie imperial ist. Nein, nicht wieder rüber schwingen. Du bist da längs. Macht einen Sinn. So, dafür brauche ich den lieben Han Solo. So, hops mal rüber. Dann mach mal hier fertig. So. Und jetzt drauf schießen können. Ja, kann er schießen? Kannst du schießen? Kannst du schießen? Oder kann das nur der Chewie? Komm, sagt mir nicht, ihr könnt nicht schießen. Doch, er kann schießen. So.
Zack, dann haben wir das auch. Und eine Brücke entsteht oder was ähnliches. Oder zumindest ein Eisstrahl, über den Chewie sich am Abgrund lang hangeln kann. Sorry, jetzt hängen sie alle fest. Jetzt habe ich ein bisschen über Han Solo drüber geredet. So, der Doppelhaken. Und jetzt? Und nu? Da spielt jemand Musik. Und 4 von 5. Irgendwo muss noch ein fünftes sein. Naja, dann wird wohl eine Sache für den für einen freien Spielmodus sein, meine ich. Ach so, ja, dann kann hier Chewie mal durch. Mal was gegenwerfen. Achtung, Entdeckung! So, jetzt können wir durch. Ach, eine Campingparty haben sie gemacht. Im Eis. Campingparty im Eis. So, dich mache ich kaputt, dich mache ich kaputt, dich mache ich kaputt. Sorry, wollt euch nicht bei hören. Sorry, wollt euch nicht bei eurem Grillen, eurem Lagerfeuer im Schneesturm stören, aber musste jetzt mal sein. Achso, da wollte ich den lieben Finn von Takodana mal wieder so zusammenbasteln. So, passt. Haben wir den Code auch geknackt. Oha, der sieht nicht mehr ganz gesund aus. Gut für uns. Können wir uns was zusammenbasteln? Schack! So, und nun. Hüpf, hüpf. Jetzt fehlt noch der zweite. Achso, dann muss ich mit Han hier wieder kaputt machen. Und dort zusammenbauen. Und hops, 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 geschafftet. Eine Leiter. Wenn wir da nicht mal hochgehen. Die hier sollte zu Captain Phasma führen. Okay, drin sind wir. Dann geht's mal weiter voran, würde ich sagen. Wir sind mittlerweile schon in der Starkiller Basis. Weit ist es nicht mehr. Bis wir im Zentrum des Bösen angelangt. Und die Phasma, die dort auf dem Stuhl thront. Bewältigt. Okay, Kampf innerhalb der Gebäude. Jo, auf geht's. Hier wird jetzt ordentlich geballert hier. Das war's schon. Alles klar. Man ist es fast mal, ist darum ja auch noch. Waren ja nicht nur die Stormtrooper, die dort auf uns warten, sondern auch noch diese weibliche Chefin. Ach, da sind noch mehr. Kanonenfutter. Jetzt gibt's Kanonenfutter. Immer in diesen unregelmäßigen Abständen kommen sie zu mir hier. Achso, ist das wieder hier mit dem Sprengstoff werfen. So, ordentlich. Jetzt kommen wieder ein paar Stormtrooper. Dann darf ich wieder weiter mit ihr kämpfen. Oha, oder auch nicht. Beseitigt den Widerstand. Das sieht etwas OP aus. Das mache ich noch fertig. Ach so, ja, ich hätte B drücken müssen, um die abzulenken. Ja, jetzt B drücken oder was? Ja. Okay, scheinbar nicht.
Moment. Ja, ich weiß. Schon vorbei. Und dazu mich zerstört. Oh, bei Verfolgungsrakete. Nein. Nicht gut. Los. Zeig nochmal deine. Hui. Da kommt sie an, die Rakete. Verfolgungsrakete ist dann doch nicht einmal. Los. Zack. Ich weiß. Eins davon habe ich schon zerstört. In ihre Arme. Und den hier noch. Zack. Oh, oh. Schnell weg hier. Oh, wei. Schnell weg. Bam. Ich warte darauf, dass sie das einsetzt. Oh, wei. Nein. Das war knapp. Ja, mach nicht kaputt. Da drauf. Pack. So. Ringkampf. Chui gegen Fassma. Und wer gewinnt? Chuck Norris. Ja, schlechter Witz. Ihr könnt nicht so dumm sein und glauben, das wäre leicht. Nein, falsch. Soll ich in den Eimer vom Kopf pusten? Schilder abschalten. Was machen wir? Gibt's hier einen Müllschacht? Müllpresse.